Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Winter Resort Simulator hier auf Steel Game Studio. Wie ihr wisst, mein Name ist das Chaos und ich freue mich, dass ihr wieder hier seid. Wir sind heute wieder alleine. Letztens beim Ausflug und letztens war Master Schröder mit dabei. Und heute sind wir wieder alleine. Übrigens, das wird jetzt, die Folge kommt ja am Dienstag raus. Das heißt, das wird, die Woche ist die letzte Woche, wo das Let's Play läuft. In der normalen, also im normalen Ablauf. Danach wird es mal auf jeden Fall pausiert, bis das nächste Update kommt. Ja, zwischendurch wird dann noch von mir der Tram Sim kommen. Darauf bin ich schon sehr gespannt. Ja, und zum Update gibt's auch News. Bei dem einen Interview von Max, also dem Hauptentwickler quasi oder Chefentwickler von von HR Anyways, da hat er irgendwie so herumgeredet und ich habe so verstanden, als würde das Season 2 Update was kosten, aber gemeint ist, also das Season 2 Update wird für alle Spieler, also dieses Plattform Update wird für alle Besitzer kostenlos sein. Was heute auch noch im Discord, also heute ist Montag, im Modding-Channel bekannt gegeben worden ist, das Spiel wird ein neues Spiel auf Steam sein. Also man hat dann quasi den Winter Resort Simulator Season 2. Weil das Problem ist, die meisten Mods sind dann nicht mehr kompatibel. Die müssen konvertiert werden. Und um die Mod-Bereiche sauber zu trennen, wird das ein eigenes neues Spiel. Ist soweit okay. Vor allem das mit dem kostenlos, das habe ich damals anders verstanden. Das ist jetzt gut, dass das nochmal klargestellt worden ist. Genau, was er damals gemeint hat, ist, dass das DLC, was dann hinauskommt, für die Spieler, die das Spiel bereits haben, vielleicht günstiger ist. Und dass für die Leute, die das Spiel nicht haben, dass beide DLCs vermutlich in einem Bundle kommen werden. Und ich glaube, da hat er einfach nicht die richtigen Worte gefunden. Und deshalb kam das für mich komisch rüber. Aber wenn das Update dann kostenlos kommt, dann freue ich mich schon drauf. Muss ich sagen. Und vielleicht werden wir das ja hier dann zu zweit spielen. Ich habe mir das Interview nochmal halb angehört. Also Pistenrettungsmissionen wird es dann, glaube ich, auch geben, soweit ich das verstanden habe. Aber wie immer, alle Angaben ohne Gewehr. Genau, und die Save Games müssen auch konvertiert werden, Modding-Karten und so weiter auch. Aber wenn halt mehrere komplett neue Systeme hineinkommen, verstehe ich das. Es ist zwar auch ein bisschen schade, aber was soll man tun, wenn es dann performant läuft? Genau, und jetzt, warum ich mit dem Spiel aufhöre. Ich muss sagen, es macht mir an sich schon Spaß, aber alleine so Pisten präparieren ist schon langweilig. Also, wenn ich das mit wem anderen machen könnte und dabei quatschen, gerne, geht dann schneller, macht mir Spaß. Aber so alleine ist das halt eher nichts für mich, vor allem im Let's Play.
Weil wenn ich das privat machen würde, dann würde ich mir ein Video anschmeißen oder eine Doku, die währenddessen schauen, während dem Präparieren. Aber hier so ist mir das einfach zu langweilig. Ja. Deshalb hoffe ich ja sehr auf den Multiplayer. Also, ich glaube, dem Master Schröder hat das Spiel schon gefallen. Also, das ist gut. Und da bin ich dann gespannt drauf. Also ich werde ihn versuchen zu überreden. So, jetzt sind wir hier schon wieder oben. Sehr schön. Hier ist auch noch abgefahren. Ich freue mich auch auf das neue Schneesystem. Oh, muss ich sagen. Weil es dann, glaube ich, wesentlich besser sichtbar ist, was präpariert ist und was kaputt gefahren ist. Und ja, die Performance-Updates sind aber für in meinen Augen noch immer das Wichtigste, was dann kommen wird. Genau, soweit zum Fortschritt des Let's Plays und zum, wie es weitergeht. Ja, der Tramsim kommt vermutlich irgendwann im Oktober. Da gibt es auch noch kein genaues Release-Datum. Aber ich werde versuchen, es am Tag 1 zu Let's Playen. Was halt, was man sagen muss, bei mir halt auch nicht immer möglich ist, wegen Uni und so weiter. Aber ja. Heute ist auch ein neues Spiel für mich angekommen, und zwar ein Switch-Spiel. Das werde ich jetzt nicht Let's Playen oder so, sondern das ist privat. Weil ich habe als Kind, bin ich quasi mit der Nintendo 64 aufgewachsen. Und da gab es Mario 64, das habe ich rauf und runter gespielt. Und jetzt, noch Jahre später, habe ich dann immer meine Nintendo 64 wieder rausgeholt und ein bisschen Mario 64 gespielt. Ich weiß nicht, dieses Spiel, mit dem verbinde ich gute Erinnerungen. Mit dem bin ich aufgewachsen. Entschuldigung. Und ja, jetzt ist für die Nintendo Switch die 3D All-Star, Mario 3D All-Star Collection rausgekommen. Welchen das ermöglicht, welche halt diese Spiele wieder neu auflegt. Also nicht neu auflegt eigentlich. Da ist Mario 64 drin. Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Mario 64 war auf der Nintendo 64. Mario Sunshine war am GameCube. Und Mario Galaxy auf der Wii. Und das sind Spiele, die quasi in einem Emulator drin laufen. Das Spiel kostet auch 60 Euro. Sie haben die Steuerung nur ein bisschen angepasst an die heutigen Controller. Und ein paar Texturen ausgetauscht und so weiter. Also nichts Aufregendes. Ich meine, ein Emulator programmieren ist auch nicht leicht, aber 60 Euro. Und dann, was auch noch dazu kommt, ist, sie haben das Spiel künstlich verknappt, indem sie gesagt haben, ja, wir verkaufen dieses Spiel nur bis März. Obwohl da so viele Kritikpunkte drauf sind, habe ich es mir trotzdem gekauft. Also, ich glaube, ich würde es anderen Leuten, die Mario nie gespielt haben, die Spiele nicht empfehlen. Da würde ich eher auf ein Remake oder so warten. Aber warum ich es mir gekauft habe, ist, weil meine Nintendo 64 eingegangen ist und ich jetzt nicht mehr spielen kann. Ich habe es dann zwar teilweise auf Emulatoren gespielt, da gibt es einen Dolphin-Emulator, wo es auch für
Mario 64 ein 4K-Texturenpaket gibt und so weiter. Aber am Emulator war es halt doch nicht das gleiche. Deshalb jetzt auf der Switch. Und ja. Und ich hoffe, ich meine, ich hatte auch noch einen Gutschein für den Mediamarkt, wo ich den ich sonst eh nicht eingelöst hätte, weil ich meistens nichts beim Mediamarkt kaufe. Dadurch bin ich gespannt auf dieses Spiel. Und ein anderes Spiel, was mich sehr interessiert, ist Spelunky 2. Da habe ich den ersten Teil schon gespielt. Und zwar geht es darum, das ist ein Dungeon Crawler. Dungeon Crawler würde ich nicht sagen, aber ein Roguelike ist es auf jeden Fall. Das heißt, wenn man einmal stirbt, ist der ganze Fortschritt weg. Und man muss von neu anfangen. Und das Ziel ist es halt, einmal durch alle Ebenen durchkommen. Man geht quasi, arbeitet sich durch Höhlen durch, wo Fallen warten und man hat nur eine Peitsche. Und mit der Peitsche kann man Gegner töten. Und dann kriegt man Geld und so geht das weiter. Und dann gibt es Shops und man hat halt begrenzt Leben und es gibt Fallen, die permanent töten oder halt so viel Schaden einfügen, dass man am Anfang permanent getötet wird. Ja, und das kann man jetzt auch im Koop spielen. Der erste Teil war nicht im Koop, aber man konnte das mit Parsec oder Steam Remote Play ganz gut gemeinsam spielen, weil es ein Couch-Koop hatte. Und das hat schon Spaß gemacht. Also, falls wir auf solche Art von Spielen steht, würde ich das auch gern machen. Also kann ich das empfehlen. Ja. Und vielleicht zwischen Tramsim und Winterresort, also der nächsten Season, vielleicht werde ich dann noch ein Let's Play oder eigentlich ein Let's Watch machen von einem kleinen Spiel, was ich schon mal gesagt habe, es passt nicht ganz ins Kanalkonzept, aber mal schauen. Ja, ich hoffe, eure Woche ist gut verlaufen. Meine soweit ganz gut. Am Sonntag war ich im Zoo in Wien, im Tiergarten Schönbrunn. Da gibt es eine Menge neuer Babys. Also die Geparden haben Babys bekommen, ein Elefantenbaby, das gibt es aber schon ein bisschen länger, aber ja. Ein Erdmännchenbaby. Also, die sind ganz niedlich, so kleine Tiere. Wobei ich auch sagen muss, Zoos sind für mich so ein zweischneidiges Schwert. Also, irgendwie kann ich sie nicht ganz unterstützen, weil sie natürlich die Tiere aus der Natur nehmen. Aber in meiner Meinung nach da drehen wir jetzt mal um. Aber meiner Meinung nach, bei manchen Tieren helfen sie halt auch, die Arten zu erhalten. Und also zumindest im Tiergarten Schönbrunn wird darauf gesetzt, mittlerweile weniger Tierarten zu haben und dafür halt größere Gehege für die jeweiligen Tierarten. Ach ja, ein Koala-Baby gibt es auch noch. Das sieht man aber noch nicht.
Das ist noch im Beutel. Das wurde vor 3 Monaten geboren. Und man sieht erst jetzt eine kleine Erhebung im Beutel. Das ist auch interessant. Aber ja. Ja, Zoos sind halt so ein zweischneidiges Schwert für mich. Ich meine, Tiere werden dort nie ihren kompletten Auslauf haben in der freien Wildbahn. Aber andererseits sind sie halt auch schon quasi an die Zoohaltung gewöhnt. Und sie werden ja dort mit Essen versorgt und haben keine natürlichen Feinde. Außer sie sind das Futter, dann haben sie Feinde. Und teilweise werden halt auch wieder Tiere aufgezüchtet und in die Wildnis freigesetzt. Aber auf der anderen Seite ist es halt, ja, gehören Tiere in die Wildnis. Aber solange Menschen halt Tiere, vor allem gefährdete Tiere, noch aus Spaß jagen, wird man, glaube ich, leider an Zoos nicht vorbeikommen. Weil Naturschutzgebiete, also so Reservate, sind halt sehr groß und sehr schwierig zu kontrollieren. Das heißt, die kann man auch nicht 100% schützen. Und so, ja, kann man wenigstens manche Tierbestände schützen. Es gibt ja dann teilweise Jäger, die wirklich versuchen, wo bekannt ist, dass quasi nur noch 1, 2 Tiere leben von dieser Art, die explizit versuchen, diese zu jagen. Das finde ich total schrecklich. Also die wollen gezielt quasi das letzte Tier der Art erledigen. Und ich muss sagen, damit komme ich gar nicht klar. So, dann haben wir hier unten mal fertig. Jetzt muss ich wieder nur die nicht präparierte Spur finden. Ja. Sehr schön. Bin ich sogar richtig gefahren. Aber ja. Haben wir ja bald diese Piste auch noch geschafft. Ich vergesse immer, dass sich der Tempomat automatisch aktiviert. Das wäre irgendwie auch noch cool, wenn man den manuell aktivieren könnte. Vielleicht kann man ihn auch manuell aktivieren und ich habe einfach nur vergessen, wie. Oder ich weiß es nicht, wie. So ein gutes Tutorial fehlt hier irgendwie auch noch. Das wäre auch noch schön. Aber wenn es dann mehr Modding-Möglichkeiten gibt und ich mehr das Spiel verstanden habe, vielleicht mache ich dann mal so Tutorials. Das wäre cool. Wobei man halt sagen muss, Lua ist nicht wirklich meine Sprache. Wobei Lua hat halt den Vorteil, sie kann leicht wo eingebunden sein und ist auch für Nicht-Programmierleute leicht zu verstehen. Aber ja. Na gut, Leute, das war's aber von dieser Folge. Ich hoffe, der Wind war nicht zu laut. Ein Wind-Sound-Button wäre auch noch ziemlich geil, muss man einfach sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo und ein Like da und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Ihr könnt auch gern noch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.